Was ist Genderideologie? Genderideologie ist im Endeffekt die Behauptung, dass unser biologisches Geschlecht überhaupt nichts mit unserem wahren Geschlecht zu tun habe. Also es ist der Kampf um die Deutungshoheit darüber, wie viel von unserem Frausein und Mannsein ist angeboren und wie viel von unserem Frausein und Mannsein wird durch die Gesellschaft geprägt. Und da haben wir zwei völlig, haben wir quasi zwei Stellungen, die sich gegenüberstehen. Die einen, die sagen, es ist im Wesentlichen angeboren und das, was angeboren ist, kann nicht verändert werden, auch nicht durch Erziehung, nicht durch Bildungspläne, nicht durch sonst was. Und wir haben eben die Gender-Ideologie, die sagt, nein, die Biologie ist nur einer von vielen Faktoren und nicht irrelevanter als jetzt sagen wir mal meine Hautfarbe oder meine Haarfarbe. Und wir müssen aus dem Korsett der Zweigeschlechtlichkeit raus, müssen hin, die Vielfalt der Geschlechter erkennen, um endlich frei zu werden, unser Geschlecht selbst zu wählen. Und zwischen diesen beiden Polen bewegt sich im Endeffekt die Diskussion. Und das Schöne ist, die Position, dass Geschlecht angeboren ist, ist etwas, was wissenschaftlich untermauert werden kann, während das andere, jetzt sagen wir mal, eine Gender-Hypothese ist, eine sehr gewagte noch dazu. Ich möchte mir jedenfalls mein Y-Chromosom nicht streitig machen lassen. Ich fühle mich sehr wohl als Mann und denke, ich kann das auch vertreten. Die allermeisten Menschen denken so. Sie nennen es eine Hypothese. Meist wird das heute als Theorie gehandhabt. Da gibt es Lehrstühle. Wie viele Menschen in Deutschland beschäftigen sich mit dem Thema Genderforschung? Oder wie viele Millionen stecken dahinter? Gibt es da Abschätzungen? Es ist ganz schwer zu beziffern, weil man kann so sagen, nur ein paar Fakten zusammentragen und dann überlegen, was ergibt sich als Konsequenz. Also wenn wir in Deutschland rund 160 Lehrstühle haben zum Thema Gender, das sind nur die reinen Gender-Lehrstühle. Wir haben auch noch kombinierte, also von wegen Gender in der Medizin, Gender in der Juristerei und so weiter. Ja, das heißt, wir haben dort Professuren, wir haben dort Menschen, die das studieren, die anschließend einen Job haben wollen, um ihre Gender-Kompetenz irgendwo in die Gesellschaft einzubringen. Dann kann man das gar nicht genau beziffern, wie viele Millionen im Endeffekt uns das kostet als Gesellschaft. Oder ein anderes Beispiel, wo man sagt, wie wollen Sie das beziffern? Wenn das deutsche Verkehrsministerium, wie geschehen bereits vor vielen Jahren, komplett auf gendergerechte Sprache umstellt, also die Straßenverkehrsordnung jetzt in gendersensibler Sprache stattfindet. Was kostet das eigentlich genau? Ein ganzes Ministerium, alle Schriftstücke, alle Gesetzestexte umzuschreiben, das kann kaum jemand beziffern. Wir können immer nur kleine Einheiten beziffern. Also wenn zum Beispiel ein Studentenwerk in Studierendenwerk umbenannt wird und jedes Türschild und jeder Flyer und jede Homepage verändert werden muss, dann wissen wir, das kostet in jeder Großstadt rund 200.000, manchmal eine halbe Million, wenn es ein größeres Studentenwerk ist. Das heißt, sind wahrscheinlich Tausende von Menschen beschäftigt in dieser Genderindustrie, die alle überhaupt kein Interesse daran haben, dass dieses Geld jemals abgesetzt wird und die paradoxerweise auch gar kein Interesse daran haben können, dass sich die Zustände in der Geschlechtergerechtigkeit jemals verbessern. Jetzt gäbe es da sicherlich noch viel zu tun. Zum Beispiel ist mir heute noch nicht ganz klar, wie ich das Gender-Sternchen politisch korrekt ausspreche. Helfen Sie mir. Ja, am besten gar nicht. Ignorieren Sie es. Verweigern Sie sich dem Gender Star. Das ist ja genau das Problem. Da kommt also eine Handvoll Menschen und sagt, wir wollen jetzt, dass die Mehrheit gendersensibel spricht, weil wir fühlen uns nicht vertreten oder wir sprechen im Namen einer Vielfalt, die zwar selber das nicht gefordert hat, aber wir tun das trotzdem für die. Und jetzt soll bitte die Mehrheit der Gesellschaft seine Muttersprache verändern und soll einen Stern mitten ins Wort reinschreiben und damit quasi gendersensibel sein. Die Frage ist, warum reagieren wir überhaupt auf diese Menschen? Warum tun wir das überhaupt? Ich sehe überhaupt gar keine Legitimation. Wo ist das Gesetz, das mich dazu zwingen sollte? Wo ist das Parlament, in dem wir je darüber diskutiert haben? Ich fühle mich schlicht nicht verpflichtet. Wenn Sie ein Schreiben bekommen mit Genderstern, dann sollen Sie sich nicht fragen, wie Sie es aussprechen, sondern Sie sollten es zurückschicken. Für mich ist das ganz leicht. Ich schreibe nicht gendergerecht auf Facebook. Sehr wohl hatte eine meiner Töchter das Problem bei ihrer Masterarbeit. Das musste korrekt verfasst werden. Es hätte Punkteabzug gegeben. Meine zweite Tochter hat sich leichter getan, sie hat auf Englisch geschrieben.
Auch im Englischen gibt es den Gender-Stern, also mal nicht, natürlich. Gender-Star und Gender-Gap sind nicht umsonst englische Worte, sondern es haben uns die Amerikaner beschert, diese Idee. Bei der Frage gendergerechte Sprache bei Semesterarbeiten an Universitäten. Ich kann nur jedem Studenten empfehlen, in diesem Fall tatsächlich auf die Barrikaden zu gehen. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber es gibt kein Gesetz, dass auch ihre Tochter gezwungen hätte, das zu tun, sondern wir akzeptieren, dass einzelne Professorinnen, in der Regel sind es Frauen, das einfordern, sie drohen und die Studenten gehorchen. Aber auch diese Professorinnen, die das verlangt haben, haben kein deutsches Gesetz hinter sich. Kein einziges. Es gibt kein Gesetz. Es gibt kein Gesetz, sondern es ist Willkür. Und wenn wir nicht wollen, dass diese Willkür sich fortsetzt, dann müssen wir leider auch unseren Kindern dann sagen, ich unterstütze dich, aber du musst das jetzt durchkämpfen. Du musst das eigentlich stellvertretend für viele andere durchkämpfen oder du musst dir Mitstreiter suchen. Ihre Tochter sitzt ja auch nicht alleine in diesem Seminar. Eigentlich müsste man eine richtige Studentenrevolte mal wieder aufwiegeln. Einer der Hintergedanken ist ja, dass Sprache Denken prägt und wenn wir endlich eine gendergerechte Sprache hätten, würde das Leben gerechter werden. Ich habe mir sagen lassen, im Bengalischen, ich habe das sogar nachgeprüft, gibt es überhaupt keine Geschlechter, kein Genus. Sind die Frauen in Bengalen besser dran als unsere Frauen? Nein, es ist ja auch eine Illusion zu glauben, dass wenn wir einen Stern plötzlich mitten ins Wort schreiben, dass sich dann die Verhältnisse für Frauen verändern. Ja, es könnte sogar nach hinten losgehen. Ja, also man diskutiert also jahrelang um gendergerechte Sprache. Was bedeutet, wir beschäftigen uns mit der Sprache, aber nicht mit den realen Verhältnissen. Gleiches Phänomen ja auch bei der Frauenquote, dass man sagt, man schafft eine Frauenquote, die hilft 200 Frauen, aber den 20 Millionen halt nicht. So, ja, das heißt, man führt Schattendebatten in Wahrheit, indem man so tut, als könnte man mit diesem Genderstern plötzlich Bewusstsein verändern, aber die realen Verhältnisse werden nicht verändert. Was aber passiert ist, dass man ja eigentlich gar keine Freiheit und keine Rechte schafft. Also was ist denn das für eine Idee, die sagt, ich zwinge dich, etwas zu tun oder ich verbiete dir, manche Worte noch zu benutzen und das im Namen der Freiheit. Im Namen der Freiheit werden wir gezwungen, eine neue Sprache zu benutzen. Das ist doch in sich schon mal unlogisch. Jede Diktatur hat das getan, ist berühmt für Sprachschöpfungen. Ganz genau. Also wir erleben das, dass eigentlich alle totalitären Regime haben eigentlich immer zwei Instrumente genutzt. Und zwar das eine, die Herrschaft über die Sprache zu gewinnen, damit man quasi versucht, die Menschen zu zwingen, etwas so zu benennen, wie es nicht wahr ist, also die Unwahrheit quasi weiterzugeben. Und sie haben nach den Kindern gegriffen. Alle totalitären Regime haben immer geschaut, dass sie den Zugriff auf die Wiege bekommen. Alle machen das. Und warum machen sie es? Weil es effizient ist. Weil wenn man quasi Kinder entfremdet von ihren Eltern, dann kann man sie viel einfacher zu treuen Staatsbürgern oder im Zweifel sogar zu den Denunzianten ihrer eigenen Eltern großziehen. Und deswegen muss es einen nachdenklich stimmen, wenn in freien Gesellschaften der Staat plötzlich danach trachtet, uns unsere Kinder so früh wie möglich aus der Familie herauszuholen. Und wenn er dann auch noch danach trachtet, dass er sagt, ihr sollt die Dinge jetzt plötzlich so benennen und anders benennen und ihr sollt die Wahrheit nicht mehr nach eurer Wahrheit, sondern nach unserer Wahrheit benennen. Das sind erste Anzeichen eigentlich von totalitären Ideen und da müssten eigentlich die Alarmglocken in einer freien demokratischen Gesellschaft sehr laut klingeln. Eine letzte Frage noch. Ich habe ein bisschen gegoogelt und habe versucht herauszufinden, was sind die Argumente, die Ihnen entgegengehalten werden. Sie haben ja durchaus veritable ideologische Gegner, sag ich mal. Das meiste, was ich gefunden habe, war nur Polemik. Genau. Woran liegt das? Ja, weil, wie ich sage, es ist ja einfacher, mir Polemik vorzuwerfen, als mir argumentativ zu antworten. Es ist ja einfacher zu sagen, die Frau Kelle, die kann eigentlich nichts, anstatt zu sagen, anstatt sich sachlich mit den Argumenten auseinanderzusetzen. Es ist quasi Teil dieses Diskurses, den wir jetzt erleben, dass wir nicht mehr Argumente tauschen, sondern dass wir im Prinzip Menschen persönlich angreifen, dass wir ihre Kompetenz in Frage stellen, nach dem Motto, die hat eh keine Ahnung und das ist nur Satire oder das ist nur Polemik, was sie betreibt. Ja, ich mache Polemik. Mein ganzes Buch ist Gender Gaga, ist eine Satire.
weil ich absichtlich die Strategie gewählt habe, dass ich gesagt habe, ich akzeptiere das überhaupt nicht als wissenschaftliche Theorie, sondern ich lache sie aus. Es ist, manchmal braucht es denjenigen, der sagt, dass der Kaiser nackt ist und dass man ihn auslachen darf und dass man ihn nicht ernst nehmen muss in dem, was er behauptet zu sein. Die Themen sind sehr ernst. Doch eine allerletzte Frage. Wie bleiben Sie in dem Ganzen so fröhlich? Was gibt Ihnen Hoffnung? Ich glaube, dass der liebe Gott mir ein Naturell gegeben hat, dass das irgendwie relativ gelassen hinnehmen kann. Ich wusste das früher selbst nicht und ich habe es irgendwann festgestellt, dass mich das persönlich nicht angreift, auch wenn Menschen mir widersprechen und wenn sie sich mir in den Weg stellen, sondern dass ich zum Leidwesen meiner politischen Gegner großen Spaß habe an dieser Debatte und dass ich überhaupt nicht daran denke, aufzuhören. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß in der weiteren Diskussion, in dem Diskurs. Recht herzlichen Dank, Frau Birgit Kehle, dass Sie zu uns nach Wien gekommen sind. Weiterhin alles Gute. Dankeschön, sehr gerne.